Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Welten des Weiten des... Mit mir dabei, der Anno. Jetzt weißt du, wie es mir geht mit dem tausendmal versprechen und neu anfangen. Die Weltenweiten des Allwelts. Müssten wir echt mal solche Outtakes machen von tausenden Versprechern, die man so hat, während man Videos dreht. Ich sammle dieses Jahr wieder so, wenn ich dran denke, steige ich raus. Welten weiterarbeiten. Ach ja. Ja, ja. Der Valvo hat übrigens ein tolles Infovideo gemacht zu Shuttle-Events. Yay! Unbedingt mal vorbeigucken. Ist mit dem heutigen Tag auch schon veraltet, weil sie was dran gepatcht haben. Fuck you, this Raft of E-Mail. Sie schon in Discord geschrieben, die haben ein Update pro Jahr und ja, gerade zu der Zeit. Yeah, sehr schön. Läuft. Nee, ist aber trotzdem sehr informativ, mal abgesehen von. Ich meine, so weltbewegend neu ist das, was sie jetzt damit gemacht haben, auch nicht. Man sammelt halt nochmal ein paar Gratis-Shuttles als Verbrauchsgegenstand sozusagen. Ja. Und kann sie auch nochmal losjagen. Wenn man denn passende Crew hat. Und der neue Shuttle-Boost, den es halt geben soll. Ja. Gut, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur diese, dass ich 14 weitere Shuttles theoretisch losschicken könnte, aber... Du hast nämlich mal an, bei diesem täglichen Mission-Ding... auch irgendwie so einen Teil nach dem letzten, einen Teil nach dem anderen abholen können letztens, oder? Ich hab's noch nicht abgeholt, aber ja. Steht da. Gottes Willen. Nee, da war eine 1, da muss ich unbedingt. Ist so klar. Aber ich stolper auch jedes Mal drüber so, oh, 1, der wäre das. Ja. Erreiche einen Ehrenruf mit jeder Fraktion. Ich hol's mal abnehmbar. Genau, das war unter tägliche Mission, unter Erfolge. Konnte man 14 Mal direkt hintereinander holen, wenn man eben halt mit allen durch war, mit allen Fraktionen. Ein Bedarfsanforderungs-Shuttle-Token. Sag das mal 10-mal hintereinander. Bedarfsanforderungs-Shuttle-Token, ein Bedarfsanforderungs-Shuttle-Token, ein Bedarfsanforderungs-Shuttle-Token, ein Bedarf. Da geht dann die Luft aus. Aber auch so ein ultimativer Scrabble-Win, oder? Also. Ich denke mal gerade, wenn ich das noch in dem Shuttle-Video sagen hätte sollen, da hätte ich mir noch 10-mal versprochen. So, erreichen einen Ehrenruf mit jeder Fraktion 7, 8, 9, Alter. Das Nervige ist das Laden, einiges rum. Wie das neu lädt, anklicken, laden, oh Gott. Kann man da nicht draufklicken für alle abholen? Das wäre so schön. So schön. Die Funktion hat ja sogar Two-Point-Hospital drin. Und am Ende nochmal die Lithium. Hui. Ja. Oh, 14, das war's. Schade. Ja. Die Fraktion gab's halt nicht. Bin ja echt noch dafür, dass sie mal die Borg einführen. Ich meine, es gibt nur so viele eigentlich, die sie da einführen könnten. Ja, Vulkan ja auch ein voran. Ja. Dass man endlich mal diese komischen vulkanischen Schablonen, wie ich sie da immer nenne, ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich gerade hier im Game heißen. Diese Umuk? Oh, genau, danke sehr. Den träume ich auch so schlecht. Und wie war dein Abend auch? Komm auf, ich hab schon wieder der Weltraum Umuk weiten! Ja, neues Eventel. Perdor Joy. Peldor. Das bajoranische. Oh, frag mich jetzt nicht. Fest der Propheten und so weiter. Schwangerschaftsritual, achso. So knapp. Manche nennen es Volksfest, die anderen nennen Schwangerschaftsritual. Da kommt halt drauf an, welches Geschlecht du hast. Genau. Aber wäre interessant, ob sie das Event gemacht haben, nachdem sie unser Video gesehen haben oder. Unabhängig davon.
Szene meinst, wir haben es tatsächlich schon vorher. Weil die drei gefeaturten Charaktere, über die haben wir noch geredet, das ist doch ein und derselbe Schauspieler. Ja, ja, okay, ich glaube letzte Woche erst, oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich glaube vor 2 Wochen oder 3 Wochen. Das ist der Jeffrey Combs, oder Crumbs, Combs, glaube ich. Und da hatte ich ja noch das Thumbnail, wo ich den Shrine und den Velyun nebeneinander gestellt hatte. Und jetzt kommt dasselbe Event. Verrückt. Mit allen dreien. Mit ja. all seinen drei Gesichtsausdrücken. Aber es wird dir, wenn du nochmal Deep Space Nine irgendwann gucken solltest, oder Voyager, wo er. Also das links ist ja der aus Voyager, aus Zum Katze. Rechts ist Enterprise und Mitte ist DS9. Die werden ein paar von, was ich damals sagte, einfach irgendwann diese Gesichtsmimiken auffallen bei ihm. Zum Beispiel das links, das Grinsen hatte er auch mal als Viewn gemacht, als er so immer diese einschleimerischen Täuschungsmanöver mit Cisco durchgezogen hat. Wobei, da hat er immer so runtergeguckt. Auch, ja. Okay, das macht er als Pank auch. Als Katze. Oder? Als Katze? Du meinst ja links bei, mit den Schnurrbart-Dingern. Ja, weil bei Viewn, das wäre immer eher so, wie heißt denn das? So ein bisschen verneigend, meinst du? Ja. So ein bisschen, ja, so tun, als ob man der Nachgebende wäre, ja. War das nur bei Viewn? Hat er das nur so gespielt oder war das, ist das generell? Das hat er tatsächlich nur bei Viewn gemacht. Okay. Shran zum Beispiel war eher so der Aufrechte, der den Leuten immer straight ins Auge geguckt hat. Also das konnte er tatsächlich gut unterscheiden, diese ganzen Charaktere. Ja. Aber es fällt auf, wenn man es weiß. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe auch nicht 10 verschiedene Grinser oder Grimassen drauf für eine dieselbe Emotion. Wer hat das schon? Nur wenn Star Trek die Leute halt so oft einsetzt und im Prinzip, ich meine, ganz ehrlich, rechts trägt er nur andere Ohren, in der Mitte trägt er andere, nee, rechts trägt er Fühler, in der Mitte trägt er andere Ohren. Und links hat man ihn auch nur irgendwas auf die Stirn geklatscht, aber das Gesicht bleibt ja gleich die ganze Zeit. So, dann erkennst du ihn halt. Ne? Das ist ja. Nicht aus. Ja. Wäre interessant, ob das bei Saru zum Beispiel anders wäre. Aber gut, der hatte jetzt wieder so einen schlaksigen großen Körper, den würde man wahrscheinlich auch in anderen Rollen erkennen. Den Körper wahrscheinlich, ja, das Gesicht. Das sieht wirklich gänzlich anders aus als in der Schule. Ja. Dann gibt es natürlich wie immer Belohnungen in diesem Eventel. Da hätten wir einmal einen neuen Spock. Ja. Und zwar Captain Spock. Das heißt, es muss Kinofilm sein. Ja. Ja, gut, das. Ja. Yay! Der ist auch Mensch? Ja, natürlich ist er Mensch. Spock ist doch Halbvulkanier. Ja. Menschliche Mutter. Okay. Ja, komm, das wurde auch bei Voyager ein paar Mal, bei Discovery ein paar Mal erwähnt. Ich wusste nicht, dass es dieselbe Mutter ist, mit der Vater was hatte. Weil es ist ja eine Halbschwester, oder? Ich bin überzeugt, jedes Kind mit einer anderen Mutter. Ich dachte, es ist eine Halbschwester und keine leibliche Schwester, die Burnham. Ja. Aber dennoch wird ja Spock erwähnt. Ja. Die Mutter, also die Mutter von Spock, war ja auch zu sehen, die Amanda. Speziell. Ja, ja. Egal. Wenn du trotzdem nicht gesehen hast, nimmt man das nicht so wahr, weil das wird ja sonst auch nicht so oft woanders nochmal erwähnt. Was hat der schon wieder für eine Fähigkeit? Special Envoy? Das ist ein Platzhalter, oder? Das ist jetzt schon wieder. Ein bisschen wie die Umschläge vom UPS, oder? Das Envelope. Die schnelle Lieferung. Warp 10. Welcher Kinofilm meintest du? Also, Teil 3 und Teil 4 schließt die Auswahl. In Teil 3 war er halt nur ganz kurz am Ende auf dem Berg von Slayer zu sehen, wo er seine Wiedergeburt hatte. In Teil 4 trug er die ganze Zeit nur den Bademantel, als sie auf der Erde waren.
Also bleibt eigentlich nur der zweite Teil, wo er auch schon Captain war, oder der sechste Kinofilm, den ich eher vermute, weil er da gesichtstechnisch schon wesentlich älter aussieht. Der sechste Kinofilm war ja schon in den, ich glaube, 93, 94, irgendwie sowas. Wann ist er gestorben? Spock? Hm? 2015. Boah, okay. Ich meine, er hat ja noch zwei, ja genau, zwei der JJ-Filme hat er ja noch mitgespielt. Von dreien. Okay. Ich dachte, das wäre 2009, schon früher 2013. gewesen. Okay. Nee, der Scotty ist früher gestorben. Der ist 2005 gestorben. Und Pille schon irgendwann in den 90ern, ich glaube 98 oder so. Okay, jetzt war 15. Krass. Jo. Joa, Diese dann. Lungenkrankheit, CPTOPD, irgendwie sowas. Klingt auch wieder irgendwas wie DHL. Jetzt neu, DHL liefert auch Krankheiten. CPD ist doch eine Frachtart, oder? Cargo Pass Delivery oder sowas? Na, Kennst du das komme ich jetzt? nicht mehr Also drauf. CPT ist, ist ein Incoterm, falls du den Ja, schon meinst. genau. Das kennst du? Ja, sicher, sowas lernt man ja auch in der Schule. Du warst aber auch so eine Art Kaufmännchenschule, oder? Ah, okay. Aber das war mir immer ein Dorn im Auge, die Incoterms. Die Abkürzungen kenne ich noch. EXW, DDP und ZIP und ZIF und MFG. ja. Okay, dann haben wir den Shran, Kommando. Jupp. Gab's schon. Jupp. Diese Hose, Ist was ein Superman, oder? Der hat auch so einen richtigen ey. Schlipper über der Immer Hose, so oder? angenehm zum Tragen sein. Junglo und 6 U, der ist neu. Damit. Damit, da muss ich ja doch das Event spielen. Und schon wieder ein Diplomat. Also mit Diplomaten und Kommando Heinz kann ich mich zupacken, ja, ey. Ja, Dann so haben hoch, dass ich den krieg, komme ich eh nicht. Also was braucht man denn da als Mindestrang? Obwohl, das hoch kriege ich in 10.000. Ja, oh, ich krieg jetzt schon zwei. Ja, geil. Safe. wir. Ein bisschen Ehre raushauen. Bei Blauen kostet ja nicht viel. Ja. Das ist nur auf 4.000, glaube ich, ne? Könnte sein. Ich finde, da könnten sie mal so Days raus oder so Days rausbringen, ja. Gottes Willen. Bring die Tage raus. Aber nur einmal im Monat eine rote Woche, mein Rote Woche. Das 500er Abo-Special, Das die alle bildet halt doch. schon im Gedächtnis hängen geblieben, wie sonst was. Wie diese Incoterms. Sie könnten mal Tage? einmal im Monat oder alle paar Monate Tage rausbringen, wo es eben halt vergünstigter für Ehre ist, diese Dinger zu kaufen. Weil ich finde, ganz ehrlich, bis man mal für einen goldenen, für einen goldenen Stern 50.000 Ehre zusammen hat. So, das Ganze musst du viermal machen, wenn du die Karte nur einmal hast, wovon ich viele habe. Na, stimmt. Die stimmt. Diese Frisur. Töne wie Jungle und Seis. Du bist was für so einen aufgesetzten Topf oder sowas, ne? Ein Knödel. Ein Knödel. Auf der rechten Seite hätten wir dann noch den Shrine of Expedition. War da oben, ne? Schon so weit unten hier. Fangt gleich mit 3 Sternen an, nicht mal 2 Sterne diesmal. No.
Gut, ich glaube, es gibt keinen 2-Sterne-Strand, oder? Nee. Oder ich nehme an, sie haben es einfach gemacht und den dann einfach genommen. Bevor sie hätten noch Einfacher. ein Zeichnen machen, oder so mit Eigenschaften, das hätten sie ja alles neu ausdenken müssen, das geht ja nicht. Imperiale Wache, das braucht man auch so oft. Ständig, also. Ich glaube sogar, das ist der Einzige, der das hat. Naja, gibt's noch andere Andorianer hier im Spiel? War doch seine Frau, Ja, ne? ja. Ich glaube zwei noch oder so. Die eine, die ausschaut wie Lilo Wanders. Oh, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Warte mal, ich suche mal nach Andoria. Oh, da gibt es so einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Das hatte ich sogar auf Discord mal gepostet, weil ich sah ich das wie diese Lilo Wanders. Glaube, ich weiß, wen du meinst. Warte mal, das ist die. Also die Tara? Oder die. Nee, ich glaube gerade die andere. Wer ist das? Nee. Lisan? Mehr als die zwei gibt es gar nicht in weiblich. Die sind alles Shran, der alte Tos-Andorianer, der kein Andorianer war. Wie hieß der? Der hieß Schrass. Ja, Also ich glaube, der war das. Schrass. Der sieht aus wie Lilo Wanders. Ich weiß nicht, ich habe gerade kein Bild von der im Kopf. Ich habe den das Das war gesehen die und Kat. dachte mir so, boah, okay, das ist eins zu eins. Warte, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich hatte es doch auf Twitter, oder? Suche ich bei Google nach Lilo Wanders, ey, das ist so. Da hab schon. Weißt du, was ich als. Ach so, ich habe auch lila geschrieben. Ich kriege als Meinten Suchergebnis lila Wanderschuh. Sie lila Wanderschuhe? Ach die. Oh Gott, ja, jetzt weiß ich. Ja, die Frisur kommt einigermaßen, glaube ich, hin, oder? Na, guck mal da. Ja. Ich zeig das mal kurz in der Videoübertragung. Timelines hat auch geantwortet. Echt? Das haben die geantwortet? Das ist so. Nee, ich hatte das geschrieben. Lilo war anders bei Timelines und sie hatten geschrieben, uncanny likeness to be sure. Das war keine Absicht. Immerhin haben sie, da haben sie noch geantwortet. Stimmt. Irgendwann ist unsere Kommunikation auf Eis verlaufen. Ach, im nächsten Jahr läuft sie nur noch über Anwälte. Typischer Kommunikationsablauf in einer Beziehung. Erst ganz normal harmonisch, man kriegt irgendwie aufeinander, dann eisige Stille, dann Anwälte. Aber ich konnte mir das Gesicht nicht anschauen, ich hab dann weggefroren. So, nee, geht gar nicht. Also könnte ich jetzt nicht mehr sagen, ob die auch imperiale Wache ist oder nicht, oder eher. Steht das hier dabei? Nee. Oh, Crew öffnen. Habe ich den? Oh, ich habe den. Den gab's mal beim Eventel. Nee. Damals galten die Andorianer auch noch nicht. Also die Andorianer sind quasi erst mit den mit Enterprise Imperial größer geworden. ausgebaut worden. Okay. Ja, weil bei TOS kamen sie ein einziges Mal vor. Oder ein oder zweimal. Und das eine Mal von beiden waren sie auch noch ein Fake. Da hat sich jemand so verkleidet, als ob er ein Andorianer wäre, um Ich sich in mochte eine euch gute lieber, als ihr Marke. noch nicht fake wart. Ja. Okay. Und. Ja. Das waren die einzigen Folgen, die einzigen Serien, wo sie vorkamen, oder? Der Nein. Andorianer.
Ja. Weil man wollte, also man erst mit Enterprise hatte man so die Möglichkeit, bei Enterprise haben sie so Motoren in den Schülern drin, dass sich die ganze Zeit so ein bisschen mitbewegen. Weil man fand es zu lächerlich, sie statisch die ganze Zeit kleben zu haben am Kopf. Sieht bestimmt lustig aus. Ja, also bei Enterprise haben sie es eigentlich ziemlich gut umgesetzt, finde ich. Lilo Wanders mit den beiden beweglichen blauen Dildos am Kopf. Hier hört ihr es zuerst. Bewegende Fühler, ist es nicht? Okay. Naja. Ich muss mir mal ein Video angucken, glaube ich. Ja, dann haben wir noch einen. Ja. Bang. Wenn du das Bild mal aufmachst von ihm, jetzt stell dir mal diese Geste, die hat Viyun auch mal gemacht, und zwar zu Dukat irgendwie, wo er den Arm, also den Finger dann so immer mal mehrfach auf ihn deutend. Kannst du die Szene so gut Du, du, vorstellen? du. Du. Wo er so in die Schranken weist, oder? Wo er in die Schranken weist und auch den, ich glaube, den Baseball von Sisko mal kurz an der Hand hält und so weiter. Ja, könnte Ähnliche sein. Gesten hat er da auch mit dem Charakter gemacht. Also so erkennt man das halt irgendwie immer wieder. Okay. So, was hat der eigentlich? Der hat, Der ist auch neu. der ist auch neu und mit Perol gewaschen. Oh, mein Techniker, das ist gut. Die brauche ich. Ja, also Technik, Die brauche Sicherheit und ich. Befehl. Halunke, clever, einfallsreich, Schurke und brutal. Da haben sie wieder alles drei. Halunke, Schurke und Brutal. Ja. Fehlt noch Bösewicht. Aber sag mal, Moment, 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 Moment. Muss mal ganz kurz was gucken. Nee, Bösewicht gibt's nicht. Nee. Ah. Wo? Anu? Halt dich fest, sitzt du? Ja. Weder Spock, noch Shren Kommando, noch Viyun Klon 6, noch Shran auf Expedition, Ich noch der halt's kaum mehr Beamer aus. sind verzweifelt. Keiner ist verzweifelt. Was ist denn da los? Vielleicht heißt Special Envoy sowas wie verzweifelt. Ganz besonders verzweifelt. Sag ja, es ist ein Platzhalter. Alle saßen noch zusammen. Schon mal. Irgendwas haben wir dieses Mal vergessen. Ja, Mann, wir haben noch Platzhalter rein, für das du so noch nachlegen willst. Geil. Ich glaube, die Folge nenne ich dann nach Event Hashtag unverzweifelt oder so. Hashtag me too. Ach ja. Ja, es gibt aber mehr Belohnungen auf jeden Fall. Ja, man kann jetzt bis 350.000 Punkte hier sammeln. Yay! Wäre mal froh, Wer wenn auch die immer das 120 schafft, oder ey. 130 geschafft Wer schafft denn hätte. sowas bei Shuttle-Events? Ja, der eine, der, warte mal, vorhin hat doch einer hier schon geschrieben bei unserem Flottenchat. Schon auf Der Mann. 60.000 oder so. Da dachte ich mir, Genau. what the fuck? Ich bin bei 20 oder so. Irgendwo habe ich mir. Ich bin bei irgendwo 30 oder so. Hab gesehen, du bist gut dabei. Der hat halt. Ich glaube, der hat das hier geschrieben. Da, genau. So, ein Tag rum und ich hatte die Shuttles im Dauereinsatz. Ich habe nun 60.000 Punkte. Rechnerisch geschehen, genau, gesehen, wird es schwierig, auf die 350k Punkte zu kommen. Hat er schon recht, wenn er in einem Tag 60.000 Punkte schafft, und das ist ja wirklich schon ranklotzen wie sonst was, dann ist er Samstag bei 120, Ja, wobei du Sonntag bei kriegst später ja mehr Punkte. Ja, Am aber Anfang hast du ja noch unendlich den viel. einen Punkt pro Shuttle und später irgendwann hast du ja dann 4000.
Ja, wenn du auch schaffst, wenn du Ja, verlierst, zurück. das ist wieder die andere Sache. Wenn du verlierst, kriegst du mindestens 800, glaube ich. Aber, ja. Bin mir nicht sicher. 350.000 finde ich doch etwas übertrieben. Ja, also. Also, so wie du sagst, 150.000 war, glaube ich, das Maximum. Das war, habe ich bisher nie hinbekommen bei Shuttles oder sehr selten. No. Also für, ich sag mal, für alle, die nur gelegentlich spielen oder jetzt nicht wirklich mit Wecker davor sitzen und Ja. explizit, das ist unschaffbar. Das ist bei aller Herrgottsmühen, das kann man nicht schaffen. Und so viel Shuttle-Modifikatoren habe ich auch nicht mehr, weil die habe ich ja für das Event, was ich hier gezeigt habe, ausgegeben. Ich packe gerade noch 41 Premium-Dinger einzeln raus. Ich mache das jetzt in Zukunft wie du. Ich mache dann einfach die mittlere, statt die Special-Dinger. Lohnt sich das Auspacken hier wenigstens? Ja, sonst wirst du ja irre, wenn du die ganze Zeit auf die Einser klicken musst. Ja, danke sehr. Liebe Disruptabee-Leute, es gibt so etwas wie alle auspacken, aber trotzdem kostenlos. Fragt mal bei dir nach, die können das. Wer? Two-Point Studio, Entschuldigung. Da kann man alles gleichzeitig auspacken. Bei Ach, denen. ja, bei der Preisverleihung. Preisverleihung. Ist dem hier nicht ganz unähnlich, man klickt irgendwo drauf und kriegt was dafür. Weil manchmal haben sie auch diesen Button für nochmal kaufen, der fehlt da dann halt wieder komplett. Ja, dass man unten einfach nächstes aufmachen Ja. klicken könnte, ne? Ja, wenigstens sowas. Ja. Wenn ich nicht alle abholen kann. Aber hier kannst du ja auch, glaube ich, nur abholen. Ah, unten, da kannst du noch für 250 Dili kaufen, okay. Wer kauft sich denn so ein Quark? Dilithium auch noch. 250 die Lithium, ey. Nee, nee. Bin mir nicht so sicher. Ja, ich finde der mittleren einfach besser, weil da hast du immer 10 statt nur 3. Ja, vor allem, wie selten ich jetzt hier mal irgendwas mit Zeit dabei hatte, bei den ganzen Premium auspacken. Naja. Da ist mal wieder eins, ja, wow. Aber welche Sterne wie viel Zeitboost geben, hast du auch noch nicht so ausrecherchiert, oder? Naja, wenn du auf 1 Stunde 30 bist zum Beispiel, kannst du noch die 3 Sterne verwenden, idealerweise. Okay. Bei 2 Stunden dann schon die 4 Sterne. Danach irgendwann die 5 Für Sterne. sofort beenden oder einfach nur für halbierte Zeit oder was? Bei 2 Stunden waren es, wenn du die 4 Sterne verwendest, glaube ich, waren noch 30 Sekunden, 30 Minuten Restzeit. Mhm. Danach kann ich es nicht sagen. 5 Sterne hatte ich nicht ausprobiert. Oh, wie nix gehabt. Soll mal einer sagen, hier im Video passiert nichts. Ich habe jetzt Alles schön. aufge... Pack-Opening pur 40 Stück. Bisher 10 noch in der. Oh Gott, ey. Ja, oder lass es einfach offen, dass du jeden Tag was abholen kannst. Gibt ja auch immer dieses Achievement. Ja, aber das mache ich an den Wochenenden. Mache ich eh kaum noch was. Ich werde jetzt die Wochenende wahrscheinlich nur das Event durchziehen. Und den Rest nicht. Shuttles laufen jetzt noch 25 Minuten circa. Also fast gleich, bei mir ist auch noch so um die 20. Ich kann dir mal zeigen, was ich jetzt gerade für welche habe. Da sind nur und Boni drinnen. Oh. Wie lange hast du da rum experimentiert? Wieder 24 aufgemacht und da geguckt, welches gefällt mir am besten. Ich habe irgendwie fünf von den einen, fünf von den anderen und irgendwie war es irgendwie so. Dreimal einzeln mit weder und noch oder und einmal und drin. Okay, nehme ich jetzt das Ding halt, wenn da nichts Besseres kommt. Ja, es waren ziemlich wenige und dabei. Also ich glaube von den 24 waren nur 8 dabei, die irgendwie und hatten.
Also ein Drittel oder noch weniger. 6 oder 8. Ja. Und dann habe ich mir einfach angeschaut, wo meine beste Crew am besten passt. Da war einer, der Shran. Der ist ja auch gefeaturter Charakter. Der hat ja Diplomatie und Phaser. Und dann habe ich halt nachgeguckt, wo Diplomatie und Phaser vorkommt. Und mir die dann aufgehoben. Und ja. No. Also hier hätte ich zum Beispiel noch einen von den Bajoranern, das heißt die Einladung. Das sind 3 Einzelne und einer mit Hund. Ja, das war mir auch schon zu wenig. Ja. Falsche Propheten, 2-mal oder. Nee. Durch und zurück, 2-mal und 2-mal ohne. Ich kann ja. Soll ich dir die 4 sagen, die ich hab? Warte. Bis morgen kann ich mir dies nicht merken. Das ist Bridge Crew. Ich habe schon mal einen Trailer gezeigt von einem halben Jahr. Ich glaube, Leute haben eh schon vergessen, dass das mal aufgenommen haben. Two Point, das ist auch erledigt. Timelines. Ach, du droppst jetzt noch mehr. Assassin's Creed Origins, Red Dead Redemption, Detroit Become Human, wo war denn das nochmal? Anno 1800, Siedler, alle Teile, Star Trek Deep Space Nine, The Fallen. Stimmt. Ach, das war die List of Shame, ne? Ach, scheiße. So. Stellaris! Ich muss weg. Na, ich habe von den Bajoranern habe ich innerer Trost. Innerer Trost. Warte mal, habe ich das sogar am Laufen gerade? Ja, das läuft sogar bei mir. Entschuldigung, aufgestoßen. In 13 Minuten kommt es zurück. Ja, dann habe ich von den Ferengis habe ich der Preis des Geschäftemachens. Die Ferengi-Variante von der Preis, das heißt, ja. Ja. Und dann habe ich von Dominion noch 2-mal offene Wunden. Das ist auch einer der ersten. Könntest du vielleicht auch offen haben? Von Dominion habe ich offen, möget ihr stark bleiben und Ehre und Stärke. Ne, habe ich noch nicht. Ne, offene Wunden. Ja. Und oberste Direktive. Das vom Dominion. Ja. Verrückt. So, aber eine Sache habe ich bei diesem ganzen Video jetzt noch nicht so hundertprozentig ganz verstanden. Ich müsste jetzt theoretisch alle Bajorana-Dinger aufmachen, bis nur noch, dass ich innerer Trost abgebe und nur noch das als mögliche Aufmachbarkeit aufgeht, oder? Ja, genau. Gott, wie viel soll ich da jetzt aufmachen von den Bajoras? 8. In Summe 8. In Zahlen auch. Wird das dann grau, wenn ich gar keine mehr aufmachen kann? Ja, es kommt dann eh eine Fehlermeldung. Maximum bla bla reached. Und du kannst gar nicht mehr aufmachen. Auf dem Server ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie heute. Maximum Open Missions for this faction have been reached. Na den. Oh Gott, wie das hasse. Ich werde nie wieder die Übersicht drin bekommen. Ja, die Zahlen, ne? Ich wollte schon dazu sagen, das ist wahrscheinlich nicht für jeden was. So. Für Leute, die Zahlen, die keine Zahlen sehen können. Da muss man richtig aufpassen, die Bajoraner haben alte Wunden. Nicht, dass ich das halt irgendwann mit den offenen Wunden des Dominion verwechsel hier. Ich habe es diesmal sogar noch mehr übertrieben als bei dem gefeatureden Event, also was ich hergezeigt habe. Ich habe mir diesmal Screenshots gemacht und sogar so nummeriert. Und gesagt, ich besetze zuerst offene Wunden, danach Preis des Geschäftemachens, dann innerer Trost und als letzter oberste Direktive. Du
Du bist einer, ey. Verrückt. Weil offene Wunden hat halt am besten, naja, hat er den besten Bonus. Da braucht man halt. Was ist denn das? Das halt, was der Shrine ist. Dass man den Shrine verwenden kann. Der mit Diplomatie und Phaser. Command und Phaser. Mhm. Aber das ist ja mies, das wird ungrau, wenn man eine andere Mission startet, okay. Ich muss ja merken, dass man die schon durch hat. Screenshot. Ja. Ja, man kann es auch übertreiben. Wie viel habe ich denn jetzt hier gleich eigentlich am Ende offen? 3x8, ne? Mhm. Plus die 4, die noch laufen. Oh Gott. Nee. Nee, in Summe nur 24. Ja. 24 ist Maximum dafür, für das Eventel. 24, Jack Bauer wird's freuen. Tick. So, ich habe jetzt aber nur 20 offen, warte mal. Aber ich kann keinen weiteren öffnen. Ja, du hast 20 offen und 4 am Laufen. Offen. Okay, ja, klar. Richtig. Verlang doch keine Mathematik um 21:57 am Freitagabend von mir, ey. Was mir gerade passiert ist, dass ich in der Galaxiekarte war vor der Aufnahme und hab da irgendwo drauf geklickt und auf einmal einen Shuttle abgeholt, obwohl ich auf der Galaxiekarte war. Das will ich gleich auch mal testen. Warte mal, was ist mein nächstes Shuttle, was zurückkommt? Das ist 9 Minuten. Ich glaube, die haben wir noch. Das ist schon wieder bei 41, ich glaub's kaum, ey. Egal, das ist jetzt nur noch ein Teiler. Ein Teiler. Strampler. Oh, wie hieß das mal? Ja, das war echt so ein kleiner Bestimmung, was ich verzollt habe. Ich glaub, das ist zu viel. Onesies. One Size? Ach, One Size heißt das? Okay. Ich hab doch Onesies gelesen, weil's. Mon und dann C-I-E-S. Das hat falsch geschrieben, oder? Das kam aus China, kann auch sein, dass sie sich verschrieben haben. Ich hab wirklich gedacht, ist das jetzt der Name davon, oder? Vielleicht One-Sizer. Dann gibt's halt nur die eine Größe. So ein Cosplay-Kostüm oder ich so. Ich hab einfach meine Kollegin gefragt, die meinte, das sind, im Regelfall sind das diese Decken mit Armen für Frauen, also dass man sie auf dem Sofa zudecken kann. Diese Decke hat zwei Arme. Das ist so pervers, finde ich. Kann, damit man auch ein Buch lesen kann zum Beispiel, aber sich unter der Decke zudecken kann. Sowas. Ah, okay, ich dachte, das ist jetzt sowas wie, da gibt's doch auch so Kissen, die so quasi Arme haben. Kissen, die Arme haben? Ja. Dass sich Frau nicht so ganz allein fühlt am Abend. Oh Gott. Okay. Keine Ahnung, ich hab das damals als Decke verzockt. Ach, die sind. Wird schon passen. Die Spinnen, die Chinesen. Das sowieso.